Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Projekt von mir. Ja, erstmal vorab, ich habe ja letzte Woche kein Video hochgeladen und kein richtiges Video hochgeladen. Es war ja nur ein kleines Infovideo und ich habe hier mal ein bisschen die Werkstatt rumgezeigt. Und ja, wie ihr seht, hier hat sich auch schon einiges geändert. Der Tisch hier ist komplett neu und das hier ist ja die Ecke, wo vorher die Treppe war. Die habe ich komplett rausgenommen und habe hier so eine Ecke hingemacht, damit man wesentlich mehr Platz hat. Der Eingang ist dann da vorne, das seht ihr auch schon, da ist nochmal ein Anbau. Und da ist jetzt so ein kleiner Stellplatz entstanden, wo ich dann auch weitere Projekte hinstellen kann. Ja, erstmal zu diesem Video. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz das Problem. Also das Problem wäre ja, dass ich einen Schlitten für die Drehmaschine bauen wollte und dafür braucht man natürlich gerade Stahlplatten und richtig geschnitten und das hier ist definitiv nicht gerade und auch nicht parallel zu der unteren. Und da habe ich mir sowas Kleines überlegt. So, also lasst euch nicht von diesem Motor hier irritieren, der liegt nur daneben, weil ich irgendwo einen Stellplatz dafür brauchte. Und ja, ich habe mir hier so einen schönen zweiachsigen Schraubstock gekauft, einen Maschinenschraubstock. Ich kann euch das mal eben zeigen. Funktioniert quasi so, also nebenbei, der Schraubstock war eigentlich echt nicht billig und dafür hat er aber richtig schlecht funktioniert, weil ich habe den ganzen Schraubstock nochmal auseinandergebauen müssen und hier noch ein paar Sachen nachstellen müssen und neu machen. Aber jetzt funktioniert er sehr gut und läuft auch auf einer Bahn halt immer auf einer Linie hin und her. Hier ist die zweite Achse, auf der auch nochmal hin und her laufen kann, um das so zu verstellen. So, und der Plan war jetzt, dass ich eine, ich weiß gar nicht, wie ich das Projekt dann nennen möchte. Ich glaube, ich nenne es irgendwie vertikale Trennjägerfräse oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte ich die Idee, dass ich mit den Schrauben hier oben so eine Verbindung schaffe, den hier an diesen alten Tischbohrmaschinenständer hänge und dann hier quasi die Platten einspanne und die da unten drunter her und hin und her fahre. Dafür habe ich auch hier nochmal diese Schrubbplatte gekauft. Für die, die jetzt sagen, ja, aber wenn sich die Platte jetzt hier abnutzt, hier, die Scheibe jetzt abnutzt, dann wird das ja auch der Radius kleiner und somit ist da auch ein paar Unebenheiten drin. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr minimal und man kann das ja auch immer noch nachjustieren und nachmessen. Ja, das heißt, ich befestige dann den Trennjäger, also der hat praktischerweise auch hier schon so ein paar Schraubenlöcher, hier oben dran, nehme eine Gewindestange, die ich auch noch rumliegen habe, befestige die hier unten, mache eine Mutter dran, mache hier oben, ich habe ja noch so eine alte Pedale rumliegen, daraus mache ich dann quasi den Griff, wodurch man dann auch noch die Höhe verstellen kann. Ja, das hier befestige ich natürlich nicht einfach auf dem Tisch, dafür habe ich hier hinten noch so ein paar Metallstangen, auf den ich das dann drauf mache und das dann... Ich hatte die Idee, dass ich sie hinten einfach, wo der alte Schraubstock drauf gesessen hat, einfach dran mache. Aber das passt dann nicht mehr dahin, das heißt, ich muss mir eine neue Konstruktion bauen. Ja, dann würde ich sagen, geht's erstmal los. Chucky B.
Keep being.